Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Jawohl, ich bin mal wieder hier am Start und natürlich auch morgen live, Leute. Morgen live, 16.30 Uhr, seid gerne mit dabei. Wird eine wilde Sache, wir werden richtig viel öffnen, eskalieren, was auch immer. Ihr kennt das ganze Prinzip ja. Also, da wird es richtig rund gehen, viele Packs, viel zu öffnen, generell viel Spaß haben, so sieht's aus. Ich kann euch mal zeigen hier, Star Pass, wie weit ich jetzt bin. Ich bin jetzt bei 89, okay. By the way, das nur so am Rande, aber 1200 Token wieder am Starten. Es wären natürlich noch viel, viel mehr. Ihr kennt das Ganze ja, denn ich habe ja noch bis morgen Zeit und da wird es auf jeden Fall nochmal die ein oder andere Eskalation geben. Kann ich euch jetzt schon so versprechen. Und ja, sonst einfach ein paar 80-Plus-Spieler öffnen, ein paar Laternenpacks, dies, das und sowas noch öffnen. Mal schauen, was es da noch Schönes gibt. Ich habe da auf jeden Fall auch nochmal hier so ein tolles Teil hier bekommen. Beim letzten Mal Gratis-Pack hier so eins. Das ist auch sehr interessant. Mal schauen, was wir da Schönes ziehen werden. Ich habe da, glaube ich, schon mal zweimal Walker oder sowas mal rausgezogen. War eine sehr, sehr geile Sache auf jeden Fall. Leider weiß man nicht genau, wie lange das hier alles noch gehen wird. Ich glaube nämlich, ich schaffe mein Mané nicht mehr. Aber ich werde einfach mal hoffen und mal gucken und mal abwarten, was da alles noch so Interessantes so passiert. Genau, und ja, einfach mal abwarten, oder? Einfach mal abwarten. So, wir gehen nochmal rein in Champions League. Da genau haben wir das nämlich jetzt hier auch, zack, ihr könnt nochmal sehen, 1200 Punkte und die werden alle schön rausgeballert, mindestens, da wird es natürlich noch viel mehr geben. OCL-Turnier muss ich nämlich auch noch spielen hier, da kriege ich nochmal 80 Punkte auch mal oben drauf und Achtelfinale natürlich auch noch Packs öffnen, alles mögliche, Leute, ihr kennt das Ganze und ich muss auch nochmal reingehen zum Frühlings-Showdown. Da werden wir natürlich dann, ich habe jetzt wieder alles Mögliche angespart für die Eiersuche, dann auch für den Livestream. Da werde ich auch heute mal nicht öffnen, obwohl es ein 91er Ödegard gibt, ne? 91er Ödegard, dafür werde ich dann morgen öffnen. Ich habe gerade die Liste gar nicht mehr vor mir, wen es dann geben wird, aber ja, wird glaube ich kein 90er mehr geben. Doch, wird es noch geben, aber dann morgen nicht. Aber trotzdem, Leute, vielleicht gibt es ja nochmal ganz schöne Boni da. Da werde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. So, sonst können wir nochmal trotzdem nochmal hier kurz kommen. Ich zeige euch mein Team, ihr habt sowieso schon gesehen. 110er Team, es ist passiert, Leute. Es ist passiert. Und wisst ihr auch, wie es passiert ist? Nein, wisst ihr nicht. Aber ich sag's euch jetzt. Und zwar habe ich einfach mir mal wieder ein paar Spieler zum Trainieren gekauft. Habe dann Koulibaly auf Rang 20 gemacht. Und dann, bumm, dann war es soweit. Dann habe ich es hingekriegt. 110er Gesamtbewertung. Eieiei, das sieht schon geil aus. Das sieht schon geil aus, würde ich sagen. Als nächstes kommt der Torhüter raus, hoffentlich dann natürlich für den Casillas, wenn er dann morgen am Mittwoch da ist. Denn Leute, da starten wir natürlich auch komplett rein in Eikenwege. Dann am Donnerstag im Livestream müsste ja morgen die Eikenwege rauskommen. Bin ich auch sehr gespannt. Manche stehen ja schon fest, 96er Casillas. Ja, und dann einfach mal gucken. Ne? Einfach mal gucken, was da noch so Schönes passiert und was da alles noch so los ist. Und genau, ob wir was Schönes ziehen können. Also Leute, da könnt ihr natürlich auch gern mit vorbeischauen. So, jetzt gehen wir nochmal rein in Frühlings-Showdown. Da gibt es für mich nämlich noch ein 88-Plus-Pack abzuholen. Beim letzten Mal hatte ich ja absolut krasses Packlack. Mal schauen, was da heute mit am Start ist. Ich kann nochmal schnell hier, zack, das schöne Pack öffnen, das Gratis-Pack. Jawollo. Und dann gehen wir jetzt mal hier rein in dieses Spiel. Ich würde einfach mal so sagen, jo, ich werde euch natürlich jetzt nicht das Spiel zeigen, sondern einfach so dann den Endstand. Und ja, das mache ich jetzt auch so. Das mache ich jetzt auch einfach so, Leute. Wir sehen uns, wenn das Spiel vorüber ist. Ah, ihr habt es gar nicht gesehen, Leute. Mann, es gibt ja hier keine Pack-Animation. Der Spieler kommt direkt. Und es ist ein Hector. Ich habe einfach meinen nächsten 90er hier rausgezogen. Sehr, sehr geil. Ist ein 90er. Ist zwar nicht mehr viel wert, aber ein Hector einfach. Einfach ein Kölner Hector hier. Ah, ja, okay. Ja, hätte ich eigentlich wissen müssen, dass die Spiele hier direkt kommen. Aber ey, was ist denn das für ein Schmutz? Wirklich, seit wann kommen die Spieler mal direkt? Meine Güte. Naja, gut, einmal habe ich hier schon geöffnet. Ich hätte es eigentlich wissen sollen, aber na gut, dann ist es halt so, ne? Dann ist es eben jetzt so. Genau, sonst. Ich habe doch gesehen, es gibt noch irgendwelche neuen Angebote für Viertelfinale. Genau, Leute, wir haben hier auf jeden Fall ein neues Pack-Zeug mit dazu bekommen, so. Halt kriegt man ordentlich hier nochmal Zeug zum Farmen. Also 93 bis 94er Spieler kann man nämlich auch ziehen. Benzema, Alisson, Gnabry, Bernardo Silva, Renan Lodi, Nunes und ein Pau Torres sind mit dazugekommen. Sehr, sehr interessant. Ich kann eigentlich
Niemanden gebrauchen. Ich kann eigentlich tatsächlich niemanden gebrauchen. Deswegen, ja, werden wir jetzt einfach trotzdem mal noch ein Pack hier öffnen. Ein schönes Päckchen. Ich bin gespannt, was wir hier alles drin haben. 84 plus kann man ja ziehen. Ja, ein gratis Pack kann ich. Also komm, let's go. Kauflimit einmal öffnen. Einmal öffnen, dann die wieder, Leute. Wir gehen rein in 3, 2, 1. Kommt direkt. Nee, es gibt einen Walkie, oder? Gibt es einen Walkie? Ja, es gibt einen Walkie. Sehr schön. Es gibt einen Walkout, Leute. Komm. Ey, wenn jetzt hier was Geiles drin ist. Ey, wenn ich hier 90 plus rausziehen und ich eskaliere. So ein Ding ist das. Let's go. Gönn. Gönn, aber bei einem Glück ist ein 85er. Gönn. Oh nein. Nein. Vidal, oder? Ist das Vidal? Ist Vidal gut? 87 Vidal. Oh. 87er Vidal. Oh, nichts wert. Nichts wert. Och, meine Güte. Das war's komplett. Ein Vidal gezogen. Ja, weiß ich jetzt nicht, was ich damit tun soll, so. Keine Ahnung, ist jetzt nicht so geil. Ist jetzt ehrlich nicht so geil, Leute. Eieiei. Na gut, Leute. Dann nehmen wir es eben mit. Ich kann natürlich nochmal gut verkaufen hier. Markt. Oh, was habe ich denn da Neues im Markt? 5 Aufträge. Ach so, Man Marriott wurde gekauft. Den habe ich zum Trainieren gekauft, sehr geil. der kann ich nämlich jetzt damit nochmal Klose. Kann ich den trainieren? Klose. Doch, er passt. 300.000. Ey, es kostet echt viel, so Spieler trainieren, aber es ist geil, wenn man Spieler trainieren kann. Weil da gibt man, das gibt gute Gesamtbewertung. Meine Güte, ey, das kostet ja wirklich viel. Es waren jetzt hier wieder ein bisschen mehr, naja, nee, okay, noch keine Millionen so, aber waren auf jeden Fall jetzt schon mal ein paar ordentliche Münzis, die ich rausballen muss, um Klose auf 98 zu bringen. Als nächstes natürlich hier Mahrez dran, ist ja ganz klare Sache. Der Bruder ist erstmal bei erst bei 95. Da muss auf jeden Fall nochmal ordentlich was gehen hier. Ganz klare Sache hier, da muss nochmal mehr gehen. Was gibt's noch hier? Quests, also oh, schön, Quests nehme ich mit. Sehr gut, sehr schön. Und ja, Leute, das heißt, ich würde jetzt einfach noch, komm, zack, ich verkaufe noch schnell die Spieler, die ich hier bekommen habe, die schönen Spieler. Oh, nochmal, wurden jetzt, oh, schön, jawohl, hier kommen noch ein paar Marriotts an, sehr geil, schön zum Trainieren. Mein Fernandinho steigt irgendwie nicht mehr, schade eigentlich. Ich hoffe mal, der wird noch ein bisschen steigen, das wäre nämlich eine ganz gute Sache, aber, Leute, ihr seht es schon, die ganzen Atletico-Spieler anders gestiegen, heute kommt ja Atletico heute Abend raus, sehr, sehr geil, wirklich alles nochmal schön gestiegen im Preis, alles geil, super, hier habe ich auf jeden Fall nochmal gut Gewinn gemacht, hier mit jedem Suarez, mit jedem Renan Lodi, ich habe schön Gewinn gemacht und das wird noch viel mehr, sehr, sehr nice, Leute, da freue ich mich doch drauf, dass ich da hier was Gutes mitnehmen kann. So, freischalten wir den ganzen hier, den ganzen Lachs, na gut, bringt eigentlich nichts jetzt hier, den nochmal rauszuballern. Gibt es hier, warte mal, wo habe ich denn hier Hector, bringt das jetzt was, irgendwie den rauszuballern, oder gibt's? Schmutz, der geht nicht raus, der wird nicht rausgehen, schade eigentlich um Hector, weil der, schade, okay, der wird so wenig wert sein im Endeffekt, naja, vielleicht nach dem Event mal gucken, was da so passieren wird, aber jetzt gerade absoluter Schmutz, den zu verkaufen. So, zack, wenn ich das jetzt nochmal reinballer, komm, und noch ein 74er, 220.000, und nochmal Mahrez auf dem 12er Level. Sehr, sehr geil. Und das heißt, Leute, ich würde jetzt auch an der Stelle sagen, wir sehen uns morgen wieder im Livestream. Alles fein, alles toll, alles schön. Und das heißt, Leute, bis dahin, bis zum nächsten Mal und tschüss.